Herr Keims, die Feuerwehr Linder wurde heute Vormittag zu einem Brandereignis bei der Kläranlage in Linder gerufen. Nach kurzer Zeit entwickelte sich das Ganze zu einem Großeinsatz. Was ist denn hier genau passiert? Die ursprüngliche Meldung war tatsächlich Rauchentwicklung im Gebäude. Beim Eintreffen wurde mir mitgeteilt, dass es sich um einen Gefahrstoffeinsatz handelt. Daraufhin wurde auch Gefahrstoffalarm erhöht, was zur Folge hat, dass die erheblichen Einheiten nachalarmiert werden, einschließlich des Fahrzeugzuges des Landkreises. Wir haben dann unter Artenschutz entsprechend die ersten Maßnahmen eingeleitet, dann unter Gefahrgutschutzausrüstung die Erkundung durchgeführt und es hat sich dann herausgestellt, dass es sich nur in Anführungszeichen um brennenden Lüfter gehandelt hat, keine Gefahrgutaustritt und somit konnte der Einsatz jetzt wieder zurückgefahren und in Richtung Abbau bewegt werden. Und was für Gefahrgut hat es sich da gehandelt, was mal ausgegangen ist? Da kommt man vom Säureaustritt aus und dieser Säureaustritt ist aber de facto nicht passiert. Es wurden vorher auch mehrere Mitarbeiter kurz vom Roten Kreuz behandelt. Wissen Sie was, gab es da Verletzte oder wurden die nur vorsichtshalber behandelt? Ja, also sicherlich die prophylaktische Maßnahme vom Roten Kreuz, um sicherzugehen, dass bei dem Löschversuch, der offensichtlich unternommen wurde mit einem Feuerlöscher, eben keine zusätzlichen Kontaminationen eingetreten waren.